Das Projekt Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu unserem MacPom-weiten Magazin Wirtschaftsfenster MV. Drei Beiträge haben wir wie gewohnt im Programm und Beitrag 1 führt uns nach Wahren-Müritz. Der Begriff Start-up hat sich heute durchgesetzt für etwas, das man noch vor gar nicht langer Zeit eher Existenzgründer nannte. Wir stellen Ihnen jetzt ein Existenzgründerzentrum vor, das jeder Menge Start-ups eine Basis bietet. Das Existenzgründerzentrum in Wahren, einst Anlaufpunkt für den Müritzkreis, ist heute das einzige Angebot seiner Art im Großkreis Mecklenburgische Seenplatte. Auf 1000 Quadratmetern Bürofläche haben sich unter anderem Unternehmensberater, Webdesigner oder Physiotherapeuten zusammengefunden. 1000 weitere Quadratmeter Werkstattfläche beherbergen teils überregional bekannte Dienstleister. Unter der Prämisse, Neuunternehmen in der Startphase eine Basis zu bieten, beratend unter die Arme zu greifen und gegenseitigen Austausch im Haus zu fördern, wurde das Existenzgründerzentrum 2001, unterstützt durch Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, aus der Taufe gehoben. Beratungen auch zu Fördermöglichkeiten des Landes oder der EU sind damals wie heute ein essentieller Bestandteil des Angebots. Ja, also es ist so, dass jeder Gründungswillige bei uns vielfältige Möglichkeiten der Beratung bekommen kann, ob das jetzt Existenzgründerberatung ist, ob es Erweiterung ist, ein Unternehmen, das sich schon etabliert hat, aber jetzt eben erweitern möchte, oder auch Fragen zu Unternehmensnachfolge, und zwar für diejenigen, die ihr Unternehmen übergeben wollen, als auch für diejenigen, die auf der Suche nach einer Übernahme sind. Die Firma ABC Office 24 ist Mieter der ersten Stunde, beschäftigt heute etwa 120 Mitarbeiter an mehreren Standorten in MV, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Gerade in der Anfangsphase, wo wir noch recht klein waren, mit 2, 3 Mitarbeitern gestartet haben, konnten wir natürlich auch die gewisse Synergieeffekte mit den Nachbarn nutzen. Das heißt, wir haben hier vor Ort im Haus unsere Buchhaltung machen lassen. Wir haben sozusagen andererseits auch Bürodienstleistungen für unsere Nachbarn angeboten. Das heißt, wir haben mal schnell einen Drucker zur Verfügung gestellt, haben Texte geschrieben, was wir sehr gut können, haben hier noch andere Ideen ausgetauscht mit unseren Büronachbarn. Und das war einfach eine sehr, sehr innovative Stimmung. Mittlerweile sind wir so ein bisschen aus der Startphase herausgewachsen nach fast 17 Jahren. Und insofern haben wir sozusagen andere Strukturen aufgebaut. Die Verwaltung ist deutlich größer. Dennoch schätzen wir hier im Haus gerade den Austausch mit den Büronachbarn. Beratung, Austausch, Information. All das bleibt Kernkompetenz im Haus. Doch nach fast 2 Jahrzehnten Existenzgründerzentrum ist die Zeit reif, dem Hause eine Frischkur zu verpassen. Neue Farben und ein neues Design weisen bereits auf Veränderungen hin. Auch die Angebote wurden bereits an heutige Bedürfnisse angepasst. Der Coworking Space, ein mietbarer Arbeitsplatz ohne Langzeitverpflichtung, ist nur ein Teil des neuen Konzepts. Ja, das Konzept sieht so aus, dass wir uns quasi von einem reinen Gründerzentrum in klassischer Form eher zu einem Innovationszentrum verändern. Also das will heißen, dass wir neue Themen aufmachen, wie zum Beispiel Unternehmensnachfolge, wie Arbeit 4.0, Fachkräftegewinnung, Sicherung, Recruiting 4.0, Digitalisierungsthemen, teilweise auch berufliche Mobilität. All die Themen sind Themen, die man hier auch sozusagen beraten lassen kann. Die neuen Angebote sollen sich auch in einem neuen Namen widerspiegeln. Noch steht dieser nicht fest, doch das Innovationszentrum gilt als Favorit. Ein Name, der alle Angebote bündelt und Weiterentwicklung verspricht. Weiterentwicklung ist auch ein Stichwort für unseren nächsten Beitrag. In Grevesmühlen, einer Vorzeigestadt in Sachen Energie und Nachhaltigkeit, wollen die Stadtwerke ihre Biogasanlage technisch erweitern. In Grevesmühlen betreiben die örtlichen Stadtwerke eine eigene Biogasanlage. Seit 2007 wird hier Strom und Fernwärme aus dem Mais und der Gülle lokaler Erzeuger gewonnen. Für Grevesmühlen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst bald 100% seiner Energie selbst vor Ort zu erzeugen, ein wichtiger Baustein in diesem Vorhaben, der nun ausgebaut wird.
Auf neuen Flächen, die bereits vorbereitet sind, soll mit der Errichtung eines Zwischengasspeichers die Energieerzeugung flexibilisiert werden. Die Flexibilisierung ist folgendes. Es ist ja laut EEG so, dass jetzt die Anlage durchgängig läuft, über 8000 Stunden im Jahr. Das heißt, sie erzeugt konstant Strom. Im Netz, im Verbrauch, der Strombedarf ist aber ein anderer, der ist nicht konstant. Wir haben morgens Spitzen, wir haben abends Spitzen. Und der Gesetzgeber hat das erkannt und hat die Möglichkeit geboten, die Anlagen zu flexibilisieren. Das heißt, die Anlagen werden bedarfsgesteuert. Da wir als Unternehmen zu klein dafür sind, haben wir einen Dienstleister gefunden, die Natgas, und diese vermarkten den Strom an der Börse. Das ist sozusagen unser Direktvermarkter. Wir stellen die Technik zur Verfügung. Das heißt, wir bauen einen großen Motor dazu, einen Gasspeicher und einen Wärmespeicher. Die Biogasanlagen sind eine Erfolgsgeschichte für die Stadtwerke. Wir erzeugen etwa 30% des Stroms und etwa 25% der Wärme mit den beiden Biogasanlagen. Für dieses Bauvorhaben übergab der Energieminister des Landes Christian Pegel einen Förderbescheid aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Rund 85.000 Euro, das sind 20% der Kosten, weitere 30% stammen aus Bundesmitteln. Vor allem wegen der Nachhaltigkeit der Maßnahme eine förderfähige Sache. So eine Art von Vorgehen, wo ganz bewusst ökologisch was sehr Nachhaltiges, aber eben ökonomisch trotzdem sinnvoll gewählt wird, ist besonders förderwürdig. Das sind europäische Fördermittel, die wir für CO2-Einsparungen einsetzen dürfen und auch einsetzen sollen. Und das tun wir hier gerne, weil nämlich hier Biogas zu Wärme und Strom wird. Und das, was wir jetzt hier fördern, führt dazu, dass die Anlagen nicht mehr permanent durchlaufen müssen, sondern dass man über verschiedene Speichermöglichkeiten die Möglichkeit einräumt, Strom wirklich nur dann zu produzieren, wenn Mangel an Strom da ist. Da ja aber die Wärme trotzdem sichergestellt sein muss, eben auch Wärme so zu speichern und zu puffern für die Zwischenzeit, dass man in den Zeiten, wo man keine Strom- und Wärmeproduktion vornimmt, trotzdem warm Wasser und Heizungen warm kriegt. Also ein in sich total stimmiges Konzept und über das Biogas, was eingesetzt wird, eben auch ein ökologisch nachhaltiges Projekt. Rund 500 Tonnen CO2 können durch die neue Anlage und den neuen Generator eingespart werden. Die Kapazität der Anlage wird von 400 auf knapp 1900 Megawatt wachsen. Für die kleine Stadt Grevesmühlen ein gewaltiger Sprung. In unserem letzten Beitrag in diesem Magazin bleiben wir beim Thema Biogasanlagen. Unsere Fernsehkollegen aus Greifswald berichten von aktueller Forschung dazu. Forscher aus Mecklenburg-Vorpommern versuchen derzeitig, Biogasanlagen effizienter aufzustellen. Die rund 170 Anlagen unseres Bundeslandes dienen zur Gewinnung erneuerbarer Energie, die für Strom, Wärme und den Antrieb von Fahrzeugen, die mit Autogas laufen, genutzt werden. CombiMax ist ein Verbundprojekt des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung und Technologie, der Firma PRE und der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Norbert Kanzwohl von der Universität Rostock. Mittels neuer Gerätschaften soll folgendes Problem gelöst werden. Die Biomasse, die zumeist aus Gülle oder Energiepflanzen wie Mais besteht, wird nicht vollständig verwertet. Es bleiben immer Gärreste zurück. Doch auch in diesen Resten befinden sich noch organische Bestandteile, die zur Biogasgewinnung genutzt werden können. Dieser Prozess der Verwertung, der ist nicht vollständig, der ist nicht zu 100% wird das Material aufgeschlossen und in Methan verwandelt. Es bleiben also sogenannte Gärreste übrig, die nicht weiter verarbeitet werden können von den Bakterien in den Biogasanlagen. Und dieses Gerät wird diese Gärreste dann noch einmal behandeln, wird es, dass sie anschließend von den Bakterien besser aufgeschlossen werden können, sodass wir das Material oder die Stoffe, die man in die Biogasanlage gibt, dann eigentlich vollständiger umgesetzt werden können in Methan. Das Forschungsprojekt wird mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert. 1 Million Euro wurden von dem Fonds beigesteuert. Diese Gelder werden vor allem für Personalmittel eingesetzt. Aber auch Materialkosten, um die Geräte zu bauen, werden abgedeckt. Na, wir haben die EFRE-Mittel beantragt, da wir hier da alle drei Partner, die in diesem Projekt beteiligt sind, aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern kommen. Also sowohl die Brandenburger als auch die Rostocker. Von daher bot sich das einfach an, diese Mittel zu beantragen, um diese Tätigkeiten hier zu finanzieren, um die Forschung und auch um die Kapazität der Firmen hier in Mecklenburg-Vorpommern dann zu verbessern bzw. attraktiver zu machen. Es geht also einerseits um bessere Bedingungen für die Gewinnung erneuerbarer Energien,
Andererseits wird der Forschungs- und Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern gestärkt. Mit dem Erhalt der Mittel wurden die Pläne für die Gerätschaften zur Neuaufbereitung der Gärreste erstellt. Anfang diesen Jahres wurden 2 Geräte gebaut, die nach der bevorstehenden Testphase zu einem zusammengefasst werden sollen. Und wer weiß, vielleicht steuern die Ergebnisse aus MV zukünftig einen maßgeblichen Teil zur Effizienzsteigerung im Biogasanlagen bundesweit bei. Das waren sie wieder, unsere Beiträge aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Bis zur nächsten Ausgabe finden Sie unser Magazin auch mit eigenem Kanal bei YouTube. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.